So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir uns um die liebe Dorif gekümmert. Ich glaube, das war die Jarlason-Familie oder irgendeine von den drei Familien, die halt hier um Jarlaheim residieren. Und haben da ganz, ganz viele Aufgaben von dieser Familie bekommen, die wir jetzt nach und nach einfach mal bearbeiten werden. Und nebenbei haben wir noch die liebe Jill, die uns bei einer gewissen Jedi-Sache helfen möchte. Der Empfang ist sehr schlecht in der Gegend rund um die Untersuchungsstation Better Vivian. Also, ich habe den starken Verdacht, dass es auch dort illegale Senderausrüstung gibt. Wenn du Zeit hast, kannst du gerne dorthin reiten und nachsehen, ob du etwas findest. Jetzt, wo die illegale Senderausrüstung weg ist, sollte Ken Jarlason Handy wieder funktionieren. Du kannst wohl mit ihm reiten und kannst du zu ihm reiten und ihm die gute Nachricht überbringen. Gut, wir sehen uns, Vivian. Ach ja, das ist... Hier haben wir auch noch irgendwas. Ja, also ich bin gespannt, wie lange wir uns hier noch in Jarlaheim aufhalten dürfen. Oh. Du hast es doch fast geschafft, Nightstar. So... Ach, da ist sie. Die hat gerade irgendwie mit mir geredet. Hallo Vivian, wie kann ich dir heute helfen? Ein Stück Kuchen für Lizzie? Hm, dieses Kind isst zu viel Zucker, das ist nicht gut für sie. Hm, ich möchte Lizzie wirklich nicht noch mehr Kuchen geben, aber du kannst dir stattdessen diese köstliche Orange bringen. Eine Süßigkeit der Natur. Darauf wird sie sich bestimmt freuen. Das glaubst du nicht? Eine Süßigkeit der Natur. Glaubst du, das hat dir einem Kind gefallen? Ah, nein, schließlich ist heute ihr Geburtstag. Hier, bring ihr dieses schöne Stück Kuchen von mir. Tschüss, Vivian. Ach, hier haben wir ja noch die Reitbahn, die in Stand gesetzt werden muss, ne? Hilfe, das wäre fantastisch. Die Wettbewerbsbahn kostet so viel Geld und Zeit, dass ich mich nicht traue, sie weiterhin geöffnet zu haben. Seit das alte Ehepaar von den Seepferdklippen weggezogen ist, hat sich niemand um die Pferde und Hühner gekümmert. Ich gebe ihnen zwar Futter, aber das ist nicht genug. Wie schön, dass Jack endlich jemand gefunden hat, der mir helfen kann. Achso. Ja, wir machen erstmal. Warum habe ich das überhaupt angefangen? Hallo? Hallo? So, dann haben wir dort oben. Ach ja, da oben ist ja noch diese eine andere Sache. Ja, gut, wir machen jetzt mal die Familie. War wieder ein bisschen zu übereifrig von mir, noch die Jill mitzunehmen. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja hier irgendwelche Überschneidungen, wo wir das einfach mit abarbeiten können. Aber offenbar habe ich mich geirrt. Hallo Vivian, jetzt geht mein Handy wieder. Ich denke mal, aller Dank dafür gebührt dir. Haha, ich habe gedacht, danke Vivian. Nun musst du mich entschuldigen, ich werde nun meine Tochter anrufen, die in York City wohnt. Es ist schon eine ganze Weile her, als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe, ohne das Gespräch nach ein paar Sekunden abgebrochen ist. Mach's gut. Hallo. Hast du das Buch bekommen? Wow, du bist die Beste, Vivian. Vielen Dank. Nun muss ich es sofort lesen. Wir sehen uns. Also, da war mir mal. John Yal ist auf seine Heimatinsel Jorvik zurückgekehrt. Oh, wie spannend. Oh Gott, ich sehe jetzt schon was ganz, ganz Schlimmes auf uns zukommen. Oder eher auf mich zukommen. Im Offline-Modus. Hallo Vivian. Oh, diese Toll sieht aber toll aus. Ist die für mich super? Mampf, Mampf. Oh, wie lecker. Jetzt ist aber Zeit für meinen Mittagsschlaf, wenn ich heute Abend auch noch Torte essen soll. Danke für die Torte, Vivian. Wir sehen uns. Hm, oh, ich will mehr Kuchen haben. Hast du ein Stück, Vivian? Nein, bitte. Du hast keinen Kuchen? Och. Aber willst du meine Sprungbahn testen? Ich habe sie ganz allein gemacht, also ist sie vielleicht so leicht für dich. Aber ich bin doch noch ein Kind, also kann ich das noch nicht so gut. Du willst sie testen? Ja, super, danke Vivian. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe sie ganz allein gemacht. Ist ein bisschen blöd, weil ich ja schon... Ja, also, was ist das für eine Sprungbahn jetzt? Und was war das, Nightstar? Das ist genau das, was ich gerade gemeint habe in den vorherigen Folgen, dass gerade irgendwas überhaupt nicht mit Star Stable Online so irgendwie stimmt. So richtig irgendwie. Was halt mega anstrengend ist, weil ich eigentlich übelst gerne jetzt wieder relativ viel von Star Stable Online aufnehmen möchte. Aber wenn das halt so rum...
Ja, Spagat ist halt ein bisschen blöd. Oh, ich hab's abgeschlossen. Ein Glück. Und toll, nicht wahr? Du findest ja auch toll. Du bist lieb. Komm zurück, wenn du es nochmal versuchen willst oder wenn du Kuchen für mich hast. Sehr schön. Aber immerhin haben wir jetzt wieder einen wundervollen Wettbewerb freigeschalten, weil wir ja sonst nichts zu tun haben auf dieser Welt. So, dann müssen wir nochmal gucken. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir mal die anderen Aufgaben nochmal kurz mit. Bevor wir dann hier weiter mit der Dorif uns beschäftigen. Huch! Das Problem ist auch, wenn ich jetzt meinetwegen gegen halt den Zaun gerannt bin und dann halt entgegenlenken möchte, dann hättest du irgendwie komplett, keine Ahnung, dann einmal richtig rumziehen. Wo ich mich noch mal frage, was soll das denn jetzt? So, also haben wir doch gar nicht gewettet. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier den Sandfeld mit. Aber ich werde es noch nicht weiter bearbeiten. Ich will einfach mal gucken, ja, wie das jetzt überhaupt jetzt weitergeht. Vielleicht mache ich auch dann einfach mal eine Aufnahmepause und warte einfach mal ein paar Stunden, bis sie das vielleicht wieder gelegt hat. Hallöchen, schön, dich kennenzulernen. Ich habe leider gerade keine Zeit, weil alle unsere Hühner abgehauen sind und ich sie unbedingt finden muss. Ach so, Jill hat dich geschickt, um zu helfen. Super, auf Jill kann man sich immer verlassen. Das war eine gute Idee von ihr. Ihr braucht nicht, um das Rätsel zu lösen. Ja. Ja, das machen wir auch irgendwann mal. So. Vor allem, welches Rätsel? Ich bin nicht unbedingt gut in Rätseln. Ach, und hier ist diese eine Bahn. Diese eine Bahn, wo wir dann immer irgendwie am Ende von Starshine Legacy irgendeinen ganz, 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 ganz schlimmen Wettbewerb machen mussten. Da hatte ich immer so halbe Panikanfälle. Weil die Steuerung. Das habe ich alles auch nicht mitbekommen. Super, toll. Immer relativ schwer gewesen ist. Aber ich bin zum Glück nicht die Einzige, die das so empfunden hat. Da gibt es auch andere, die auch gemeint haben, ja, ist nicht ganz so toll. Was ist das denn jetzt hier? Ach, Moos. Ich dachte, ich kann hier irgendwas machen, weil das so geglitzert hat, aber offenbar nicht. So, das J-Form benutzt man jetzt einfach mal. J. Wir haben immer noch eine illegale Sandausrüstung gefunden. Ja, ich tue euch hier alle noch in Schwierigkeiten bringen. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ich will wissen, was das ist. Ohohoho. Ich will wissen, was damit auf sich hat. Das ist gemein. Also nämlich ganz gemein. Aber naja, okay, da werden wir jetzt mal der lieben Jill sagen, hier, die haben sich an nichts gehalten. Es gibt immer noch hier diese ganz, ganz böse illegale Senderausrüstung. Und die haben das wahrscheinlich einfach nur umgebaut. Die bösen Buben. So, jetzt nehmen wir den noch mit, weil da haben wir auch eigentlich rein theoretisch eine Aufgabe. Wer bist du? Du willst mir ja helfen? Das ist aber nett. Ja, und jetzt bin ich aber wieder weg. Tschüssi. Ah, wie gesagt, ich habe ja gedacht, dass sich das alles ein bisschen überschneidet, aber da habe ich mich ja leider geirrt. Na, sieh mal einer an. Die gleiche illegale Senderausrüstung bei Untersuchungsstation Beta. Mrs. Drake kann wohl wieder einen ihrer Bediensteten beschuldigen, aber wenn es bei allen Stationen diese illegale Ausrüstung gibt, wird es schwer für sie aus der Sache wieder rauszukommen. Der Empfang rund um die Untersuchungsstation Gamma war sehr schlecht, Vivian. Ich habe den Verdacht, dass es auch hier illegale Senderausrüstung gibt. Reite dorthin und sieh nach, ob du etwas Verdächtiges finden kannst. Ach, jetzt reiten wir wieder dorthin. Toll. Dankeschön. Weil, muss ich jetzt hin? Ich muss hier. Ich muss hier bleiben. Ja. Weil sie kann einfach sagen: Übrigens, es gibt die Sendestation und die. Könntest du nicht einfach mal bei Alma schauen, ob es da irgendwelche illegale Senderausrüstungen gibt, anstatt mich jetzt wieder hier von A nach B irgendwie
hinzuschicken, was dann wieder zu 20 Minuten dauert und es ist irgendwie nichts passiert in dieser Folge. Ja, ne, das. Wo muss ich denn jetzt hin? Ist das überhaupt die Toilette? In diesem separaten Häuschen? Ich glaube ja, ne? Gehe mal bestimmt stark davon aus, dass es das ist. Ja, da bin ich ganz elegant gegen eine wundervolle Mauer geritten. Das war auch Absicht. Wie haben die das denn jetzt? Also, ist das überhaupt... Ups, hoch. Möglich? Also das so zu positionieren, ja eigentlich ja nicht, oder? Oh, ist was merkwürdig. Die ganze Sache hier. Da weiß ich nicht, was ich merkwürdiger finden soll. Einfach diese illegale Senderausrüstung oder die Tatsache, dass es einfach komplett quer aufgestellt worden ist. Aber wir werden dennoch den Hahn zudrehen, der lieben GIT, und werden die von hier verscheuchen. Und ich gehe mal wirklich richtig stark davon aus, dass wir noch diese ganzen geschlossenen Läden irgendwie aufmachen dürfen. Und vielleicht auch irgendwie mal rauskommen, was mit dem Haus eigentlich ist, was ja so ein bisschen verbrannt aussieht und wo die Brücke ja auch wahrscheinlich schon bessere Tage gesehen hat. Und was sehe ich denn das? Wo ist meine Maus hier? Na, wie ich es mir gedacht habe, auch bei Station Gamma illegal ist Senderausrüstung. Also auch dieses Mal kann es Mrs. Drake auf einen ihrer Untergebenen schieben. Aber wenn wir bei einer Station illegale Senderausrüstung finden, wird es sehr schwer für sie werden, wieder rauszukommen. Der Empfang rund um die Untersuchungsstation Delta war sehr schlecht für wen. Ich hatte den Verdacht, dass auch hier illegale Senderausrüstung brennt und du nicht den Dinger holen kannst. Gut, okay, mach mal. Was ist das dort oben? Oh. Das macht total viel Spaß. Ich kann mich nicht beschweren. Das Hin- und Herreiten, das erfüllt mich mit sehr viel Freude und Glück und gibt meinem Leben auch wieder Sinn. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch wieder aussetzende Musikstücke habe. Oder auch ein Pferd habe, was auch gerne gegen Mauern, Häuser, Bäume, Sträucher, Autos reitet. Obwohl ich eigentlich in die entgegengesetzte Richtung gezielt habe. Das wird dann nicht mit beachtet. Und dann haben wir den Salat. Ja. Möchte ich nur einfach mal ein kurzes Tränchen verdrücken. Wo ist denn jetzt hier die illegale Senderausrüstung? Da ist die illegale Senderausrüstung. Ach, ich muss das Stief vornehmen. Habe ich das aber ein anderes? Vor allen Dingen, wie kann ich denn damit herausfinden, dass es überhaupt illegal ist? Es kann natürlich sein, die haben einfach, waren so schlau und haben ihre Sender einfach nur so positioniert, dass sie den besten Empfang haben. Oder ist das illegal, weil der GIT da drauf steht? Also, weil das halt eine andere Farbe hat. Weil die bei der Jarlason-Familie, die haben ja diese weißen Sendemasten gehabt. Und die sind ja jetzt in diesen GIT, dieses grün-gelb-weiße. Ich glaube, die waren grün-gelb-weiß. Waren die ja. Kann natürlich sein, dass das illegal ist, weil da GIT drauf steht. Aber dann brauche ich auch kein J-Phone, um das irgendwie herauszufinden. Tja, naja, mal gucken, was jetzt rauskommt. Wenn ich jetzt nochmal einmal irgendwo hin und reiten muss, dann ziehe ich die aber über den Asphalt. Lass sie mal einer an. Die gleiche illegale Senderausrüstung auch bei Untersuchungsstation Delta. Mrs. Drake kam wohl wieder ein ihrer Bediener beschuldigt, aber wenn sie eine illegale Rüstung bekommt. Ich glaube also bei allen Untersuchungsstationen natürlich die illegale Senderausrüstung. Da ist wohl nichts, was Mrs. Drake auf ihre Untergebenen abschieben kann, da all ihre Arbeiter auf eigene Faust eine solche Ausrüstung anschaffen. Das ist so unglaubwürdig, dass niemand ihr das glauben wird. Ach,
Wie mache ich hier was vor? Die Tiadir wird wohl auch in diesem Fall wieder mit einem blauen Auge davonkommen, aber es wird ihnen in jedem Fall einen Dämpfer verpassen. Du fragst dich, was ich damit meine? Nichts, Vivian, nichts. Okay, ich habe keine Beweise, aber ich glaube, dass die Tiadir und Untersuchungsstation nur der Deckmantel für ein viel größeres und unheimliches Projekt sind. Wenn wir sie nicht aus der Erntefeldprovinz vertreiben können, so wird es in ein paar Jahren wohl keine Erntefeldprovinz mehr geben. Aber ich habe keinen Beweis, das ist nur ein Bauchgefühl. Vergiss, was ich gesagt habe, Vivian. Das ist wohl nur meine Fantasie, die mir einen Streich spielt. Weißt du was? Du hast ja eine Belohnung für all deine Hilfe verdient. Geh zu meinem Bruder Jack und bitte ihn, dir einen Dankesbrief 5. gratis überreichen. Das ist nicht viel mehr als eine symbolische Geste, aber es ist ein Zeichen unserer Wertschätzung. Toll, weil es alles umsonst. Danke, Jill. Hallöchen, wie kann ich dir denn heute helfen? Ein Dankesbrief 5. Grades? Was ist denn das für ein Unsinn? Wer will denn so einen langweiligen Unsinn als Geschenk? Es lass mal Jack an die Sache ran. Ich werde doch ein richtiges Geschenk für dich finden. Schau mal hier, super, nicht wahr? Viel Spaß beim Tragen, wir hören uns. Ja, das passt zumindest ein bisschen mehr zu meinem Outfit, dass es ein bisschen lila gehalten ist. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, was macht denn Mrs. Drake denn hier? Gehen wir einfach mal zu Wolf Hall Inn. Zu unserem guten Freund Idris. Und dann werde ich einfach nochmal meine komplette Ausrüstung, also meine Kopfhörer nochmal, ja, nochmal überprüfen und vielleicht das nochmal neu anfangen. Nochmal alles neu starten. Und vielleicht haben wir dann Glück oder ich Glück und habe nicht mal diese Soundprobleme, was doch ja den Spielspaß doch für mich ein bisschen einschränkt. Habe ich eigentlich fast Moos? Ja, da fehlt nur noch ein Bergmoos. Vivian, Isabel, die wird doch, ja. Aber wird die nicht mit A geschrieben? Eigentlich? Wir entzücken euch beide hier zu sehen. Sprechen wir nicht mehr über das, was war, denn das nächste Spektakel wird alles in seinen Bann ziehen. Du da, bereite Espen auf die Show vor. Ich bin zu beschäftigt. Er braucht Futter und Wasser. Du findest einen Brunnen und etwas Heu in den Hang hinauf. Bisschen freundlicher. Also was denn das hier für Formalitäten? Was sind denn das für Ausdrucksweisen hier? Das finde ich aber absolut nicht in Ordnung. Natürlich spute ich mich jetzt auch nochmal. Fall aber nicht. Nein, ne? Norbert, musst du aufpassen. So, hier mal Heu, ne? Ach ja, übrigens, ich habe mir vor ein paar Folgen ein neues Homezeug geholt, das so aussieht, ohne Zügel, wie ihr sehen könnt. Ja, damit ich halt meine Jorvik-Schillinge ein bisschen dezimiere, habe ich mir das einfach mal geholt. Also, ja, ne, dass ihr das nur mal kurz mit wisst. Und... Achso, stimmt, ich muss den ja noch verpflegen. Hä? Achso, ja, gut. Espen ist bereit für seinen Auftritt als Star der Show, aber Xing ist nirgends zu sehen. Bitte nimmt alle Platz, das Spektakel beginnt. Muss ich mich hin? Ach, da muss ich mich hinsetzen. Norbert! Ach, da kommen die. Ich habe schon gefragt, übersehe ich die jetzt gerade? Geschieht mir aber recht. Der arme Espen. Und jetzt ist er weg. Diggory, meine Butterblume. Wo gehst du hin? Wir müssen meinen liebsten Diggory finden. Er ist Espen nachgerannt. Sie können noch nicht weit sein. Okay. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Da ist Nightstar. Hallo Nightstar. Ja, ich werde jetzt nochmal alles nochmal neu aufrollen und hoffen einfach, dass bei mir jetzt der Sound doch jetzt einfach, also dass es einfach nur an meinen Kopfhörern jetzt lag.
Und ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall der Isabel Fig Isabel weitermachen. Ja. Und dann werde ich mich. Jarlaheim muss ich mal schauen, ob ich das jetzt alles mache. Es hat jetzt alles ein bisschen sehr blöd, weil ich jetzt aktuell überhaupt nicht weiß, in welche Richtung ich jetzt gehen möchte, weil es mich irgendwie alles so ein bisschen reizt. Vielleicht werde ich auch einfach Golden Hill dann als nächstes machen, weil ich will ja eh dorthin wegen meinem neuen Pferdchen. Und ja. Dann machen wir einfach die Schmugglerhöhle und dann machen wir einfach nochmal die Hauptquest weiter. Ich meine, ich habe euch so lange hingehalten wegen der Hauptquest, dann mache ich das einfach mal. Das bin ich euch schuldig. Und ja, dann müssen wir halt mal gucken, wie weit ich heute in dieser Aufnahmesession komme. Und ja, ich hoffe doch, dass trotzdem euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge von Star Saber Online wiedersehen werden.